Herzlich willkommen zurück zu Skyrim, der Resident Evil 1 Ausgabe. Was mag sich wohl hinter dieser Tür befinden? Bestimmt ein ganz super tolles, großes Geheimnis. Türdeckel öffnen. Und, och nö, da waren wir doch schon, das kennen wir doch. Wir haben eine Abkürzung freigeschaltet, mehr war das nicht. Ich habe in der... Also offscreen ein bisschen vorausspioniert, deswegen wusste ich, was sich hinter dieser Tür befindet. Das war jetzt wirklich überraschend. Ja. Wir könnten jetzt sofort in den Schlafsaal gehen. Den Schlüssel dafür habe ich, also ins Schlafzimmer. Ich gebe euch Deckung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich hier was übersehen. Ich gebe euch Deckung. Das ist echt ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ja gut, vielleicht ist auch das einzige Geheimnis echt dieses Horn. Und den Schlüssel, den wir hier rausgeholt haben. Aber trotzdem... Das Gefühl, dass ich hier was übersehen habe, das... ist einfach da. Ja. Ich möchte jetzt erstmal ganz kurz was überprüfen, bevor ich hier weitermache. Das mache ich aber offscreen, weil ich nicht weiß, ob das Erfolg hat oder nicht, was ich jetzt überprüfe. Wenn nicht, wäre es Zeitverschwendung und das würde ich euch gerne sparen. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Ich habe das jetzt überprüft. Das Experiment war teilweise erfolgreich. Wieso löse ich hier Fallen aus? Ich hab das doch ne... Egal. Müßig sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe eine Falle ausgelöst. Das ist so und basta. Ja, also, wie gesagt, das Experiment war teilweise erfolgreich. Das ist aber noch Zukunftsmusik und ich will jetzt nicht spoilern. Wir werden jetzt erstmal das hier unten machen. Schlafzimmer betreten und gucken, was hier alles ist. Gut, dann Aura flüstern. Das ist eine neue Zone. Hier war man noch nicht. Hier muss es also Monster geben. Was? Ja. Oh ja, und das nicht wenige. Von der Silhouette her würde ich auf Tiere stimmen, die wirken Menschen, also die gehen nicht aufrecht wie Menschen, was immer da hinten ist, sondern, ja, mal ganz kurz speichern. Oh! Was bist du denn? Ja, ist toll, ich tue erst schießen und dann fragen, ne? Red Shield Supporter, okay. Der ist auf jeden Fall böse. Mal ganz kurz Verschwindibus machen und um die Ecke spionieren. Ja, das dachte ich mir. Und klick. Ey, wieso gehen die so schnell down? Oh, was bist du denn? Piss. Ja. Auf jeden Fall, man merkt, hier geht's ganz anders zu. Keine Zombies mehr, sondern irgendwelche Red Shield Wächter. Offenbar kommen wir einem Geheimnis näher. Red Shield Archer, das Gold nehmen wir mit. Den brauche ich nicht, hoffe ich jedenfalls. Vulkanglasgedöns kannst du behalten. Weißkappe. Diese Konstruktion gefällt mir nicht. So was habe ich schon gesehen. Genau, sowas habe ich in anderen Höhlen schon gesehen. Das ist doch... Ja, wir werden es wahrscheinlich bald herausfinden. Oh, Man's Dormitory Map. Die können wir doch brauchen. Aha. Wir haben ja
mir zwei Kreuze eingezeichnet und befinden uns gerade... Ja, gute Frage, wo befinde ich mich da auf der Map? Wir nehmen das Ding mal mit. Schauen uns das auf der Karte an. Ah, okay. Verstehe. So, auf jeden Fall haben wir eine schöne Karte gefunden, damit ich das nicht nochmal machen muss. Speichern und mal gucken, was da in dem Regal liegt. Liegt da irgendwas, was für uns Quest-Silbererz? Ich nehme es mal mit. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das Quest relevant ist, aber bevor ich dem Zeug hinterher renne, Crossbow-Spell hinzugefügt. Wieso Crossbow-Spell? Wieso Crossbow-Spell? Was ist das denn? Wahrscheinlich war es das Skript, das das Schnellfeuer ermöglicht. Crossbow-Spell, aktive Effekte. Crossbow-Spell. Ich sehe hier keinen Crossbow-Spell. Hier auch nicht. Und Ruhe, nee. Das ist ja alphabetisch sortiert, ne? Auch da kein Crossbow-Spell. Wie schaut's hier aus? Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts, was in diese Liste hinzugefügt wird. Ich nehme an, dass da ein Skript im Hintergrund arbeitet, sonst wäre ja, wenn ich jetzt an diesem Hebel ziehe, ist das gesund? Mir macht diese Holzkonstruktion da oben Sorgen. Und jetzt, ja, das habe ich mir gedacht, dass das eine Falle auslöst. Das habe ich mir gedacht. Das war jetzt nicht wirklich überraschend. Ich meine, als alter Skyrim-Veteran. So. Oh, 250. Den Stahlbolzen nehmen wir mit. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass mir hier die Munition ausgeht. Ich habe ja immer noch 19.000 Schuss. Aber ich muss es ja auch nicht herausfinden wollen. Was ist das? Was ist das? Upp, Entschuldigung. Okay, das öffnet also diesen Geheimgang. Was ist das? Doom Book 2. Whiterun to the south, Halfinger to the north. Da kann ich nicht blättern, aber ich kann es mitnehmen. Ich vermute mal, dass das ein Questgegenstand ist. Ich kann zwar nicht drin lesen, aber mitnehmen. Quecksilbererz nehme ich jetzt auch mal mit. Keine Ahnung, ob das von Bedeutung ist, aber ich mache es jetzt mal. Vielleicht braucht man für irgendwas Quecksilber, was ich jetzt noch nicht wissen kann. Wobei mich gerade spontan interessiert, wie Quecksilber in der Natur vorkommt. Also wirklich, das ist doch eigentlich ein Metall, das bei Zimmertemperatur flüssig ist. Also in welcher Form findet man das in der Natur? Ist das wirklich Erz? Ist das wirklich Erzadern, so wie hier? Würde mich wundern, das müsste ja dann bei Zimmertemperatur aus dem Stein tropfen, ne? Fragen über Fragen. Ich glaube, dem gehe ich heute spontan mal nach. Ein bisschen googeln oder... Ja, ich sollte den Begriff googeln eigentlich gar nicht verwenden. Weil das impliziert ja, dass ich tatsächlich mit googeln suche, was nicht unbedingt der Fall ist. Musst du mich so erschrecken? Ah, okay, da geht's weiter. Genau. Moment, erstmal gucken, ob hier irgendwelche Fallen zu sehen sind. Nee, eigentlich nicht. Aber Viehzeug. Und wie viel lauter Waffengedöns, also im Grunde. Yay. Krieg ich meine Munition zurück? Nein, aber einen vorm schönen Skeberschwanz.
noch einen. Ich hätte aber lieber meine Munition zurückgehabt. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, was hast du denn gehört? Moment. Vielleicht sollte ich Aura flüstern machen. Ja, da hinten auf jeden Fall. Da oben ist was. Warte. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Speichern. Würdest du mich da mal durchlassen? Oh! Black Tiger. Oh Gott. Oh, schaut mal, was die Schaden. Ach, grüne Neune. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Mein schlechtes Gefühl hat mich nicht getäuscht. Okay. Das muss ich in gewohnter Perspektive machen. In der Perspektive, in der Ego-Perspektive kann ich einfach nicht gut arbeiten. Ist halt einfach so. Als alter Gottgewitter ran. Gut, wir wissen ja, was jetzt kommt. Lass mich doch mal da durch. Serana! Nutze Mutti. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Die ist gelähmt. Okay, das macht's leichter. Mit euch kämpft es sich gut. Aber habt ihr gesehen, was die Schaden... Oh, da kommt noch mehr. Ach, grüne Neune. Das, wo ich spinne, eklig. Diese achtbeinigen Krabbelviecher. Boah. Wenn ich mir vorstelle, diese Viecher wären echt gigant. Mann, oh Mann. Und ich tue jetzt in den Eingeweiden von den Viechern rumbohren. Black Tiger Spider. Da hinten geht's noch weiter, hm? Das gucke ich mir mal auf der Map an. Nee, das ist eine Sackgasse. Wenn ich da durch will, muss ich mal kurz... Ah, eine Tür. Da schauen, will ich da schon durch? Eigentlich nicht. Da oben war ja auch noch was. Durch die Tür gehe ich erst, wenn ich hier alles erkundet habe. Da ist auch eine Tür. Was mache ich denn jetzt? Ah, das ist nur ein einzelner Raum. Manchmal sieht man in der Ego-Perspektive aber trotzdem besser. Zum Beispiel Bärenfallen erkennt man in der Perspektive recht gut. Was habe ich denn hier alles? Heilung, Gesundheit nehme ich mit. Papierrolle. Seltsame Kiste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Ding für irgendwas brauche. Aber gut, mal im Hinterkopf behalten, dass hier sowas ist. Ich nehme es jetzt nicht mit. Ich wüsste nicht wozu. Aber falls ich an irgendeine Stelle komme, wo ich den Eindruck habe, ich könnte so einen Streitkolben brauchen. Das ist doch eindeutig ein Geheimgang. Den Umriss kennt man doch. Oder? Würde ich schon sagen, dass da irgendwo... Ich gebe euch Deckung. Super, und ich bin reingetrampelt, ne? Oder war das der Skever? Da kommt so viel Skever-Schwitze, kann ich gar nicht brauchen. Dann wollen wir mal die andere Tür. So, da geht's auf jeden Fall weiter. So, meine Van Helsing-Armbrust wieder. Oh. Da bin ich. Warte mal. Aufladen vielleicht mal wieder. Also Crossbow. Ja, schwarze Stern. Öffnen. Was? Janir! Okay. Also diese Aura-Flüstern ist auf jeden Fall ein klasse Vorteil hier, den man im Original Resident Evil Spiel natürlich nicht hat.
Ich bin direkt hinter euch. Plärr doch nicht so, Sylvia. Jetzt wissen alle, dass wir da sind, Menno. Das ist Öl, dann kann man sich das zunutze machen. Warte mal, ich hab eine Idee. Das wird lustig. 5, ich hab doch auf die 5 gedrückt, hallo. Oder ist es 2? 2, und jetzt bleibt mal ganz cool, Mädels. Bleibt mal ganz cool. Illusion? Ne, Quatsch, das war ein Drachenschrei. Drachenschrei. Wo ist es denn jetzt? Druckwelle. Der da. Mädels, cool bleiben. Reagiert keiner. Vielleicht, wenn ich die Tür öffne. Ah, die ist offen. Da ist ein magisches Z an der Tür. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Ja, gut. Die Idee ist vielleicht was für später. Schade, ich wollte die Gegner hier jetzt in das Öl locken und das dann anzünden, aber die reagieren offenbar nicht auf den Spell. Ara flüstern? Irgendwas atmet hier schwer. Oh, da ist er schon, da brauche ich dann den Ara flüstern. Ranlassen. Sylvia könnte hier auch aus Versehen alles anzünden. Ihr habt euren Meister gefunden. Die hat nämlich auch Feuerzauber. Ja, dann schauen wir mal meine Mädels bei der Arbeit zu. Ein guter Tag für euch. So, lass mich mal. Mit euch kämpft es sich gut. Ja, gell, aber auch wirklich. Warum du erschießen Boten? Boten schießen doch nicht zurück. Drachenbolzen, das ist von Serana, den Stahlbolzen. Undead Arbiter. Sollte das Arbeiter heißen? Keine Ahnung. Strongbox Adept. Was haben wir denn hier? Makelloser Granatstand. Es könnte einer der Edelsteine sein, den man braucht für diese. Löwentrophäe. Wolfskönigin, Schesan, die göttliche. Wardrobe. Händlerkleidung. Dafür braucht man den Schlüssel, das ist offenbar der Helmschlüssel. Aber da, wozu denn? Achso, da ist eine Leiter, alles klar. Ich habe so eine Ahnung, was das ist. Das ist das, was ich vorhin ausgekundschaftet habe, zu Beginn der Folge. Aber ich werde jetzt nicht spoilern. Speichern. So, das mache ich mal da durch. Komm. Was? Was? Nicht was. Wer? Ich. Das ist wohl eine Art Waschraum. Auch hier könnte was versteckt sein. Das ist bestimmt eine Badewanne im Originalspiel. Irgend sowas in der Art. Was ist das Lustiges? Keine Ahnung. Nichts von Belang, würde ich sagen. Dann. Ist da was in dem Eimer? Nichts, was wir verwenden könnten. Eisenstadtkolben der Feigheit schon wieder. Rolle der Frost, der Blitzrune. Ah
Heilung, Gesundheit, das hier schaue ich mal aus der Nähe an. Wir müssen dann... Oh, der Schnapfpfeil, den nehmen wir doch mit. Der Bär von Markart, Fiori und... Ist da irgendwas drin? What? Kann ich da rauf schauen? Nee, da ist nichts. Okay. Aber hätte ja sein können. Warte mal, die Lampe. Bei dem Spiel musst du wirklich mit allem rechnen. Auch, dass auf Lampen irgendwas draufhängt oder so, traue ich dem Spiel durchaus zu. Und dieses Öl und dieses Set hier. Warte mal. Ist das eine Falle, die ich auslösen könnte? Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Was? Janir! Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und? Das wird euch eine Lehre sein. Ach, die ist schon tot, okay. Ihr habt euren Meister getroffen. Das ist nicht gut. Und da liegt ein toter Soldat. Das ist bestimmt Bravo Team Order. Ja, das dachte ich mir. Bravo Team Befehle. Das ist im Originalspiel einer vom Bravo Team. Die schauen wir uns doch an. Das ist story relevant. Vielleicht kriegen wir dann Hinweis. Emmerich, get your team together. I want you to unit to investigate a series of homicides and disappearances in the northern forest of Mortal that has been occurring for weeks. Emmerich, nimm dein Team und ich möchte, dass du eine Serie von Humanoiden und Erscheinungen im nördlichen Wald von Mortal untersuchst, die seit einigen Wochen dort passieren, wie auch immer. Take caution, maybe the escaped mass murderer Bill Cohen is responsible. Sei vorsichtig, möglicherweise ist der Massenmörder Bill Cohen verantwortlich. Itgrot Ravencrown. Ja, okay, das ist abschlussreich. Da hat der Modder das Spiel kompatibel zu Skyrim gemacht. Und deswegen Mortal und Zeug, ne? Hat er sehr gut gemacht, sehr stimmig, wirkt überzeugend, gefällt mir. Schade, dass es hier keinen Gefällt mir-Button gibt. Handschuhe nehme ich mal mit für den Fall, dass ich vielleicht mal wirklich Handschuhe tragen muss. Große Kriegmarker-Angriffe. Monomythos, das ist Herberger der Ahnenmutter. So, das Gold nehmen wir mit, das braucht hier kein Mensch mehr. Gold. Meins, alles meins. So, was haben wir denn hier? Lavendel. Ein Wappen. Da passiert nichts, wenn ich da irgendwas mitmache. Ich kann es auch nicht. Aber ich sollte mir die Form mal einprägen. Wer weiß, wofür es gut ist. Der Mutter wird sich schon... Das kommt mir doch bekannt vor, das ist doch ein Drachensymbol, oder? Sind das Hinweise? Das sind möglicherweise Hinweise, die man vielleicht hier für ein Rätsel braucht. Oder einfach nur Deko, das weiß man nicht. Wir werden es herausfinden. Frostbiss. Die steht da, wie man halt da steht, wenn man da steht. Ist da irgendwas hinter der Theke, was mich interessieren könnte? Gold, Gold, Gold und noch mehr Gold. Was ist denn in den Säcken drin? Karotten, wahrscheinlich nichts von Belang. Irgendwelche Schalter verborgen, sowas hatten wir ja auch schon. Das ist einfach nur eine Küche.
Süßkuchen. Ich will nicht wissen, wie lange das Verfallsdatum schon abgelaufen ist, wenn ich mir die Spinn-WP anschaue. Und eine Honignussschnitte. Schwarzdornmet. Nee, ich glaube, hier ist sonst nichts. Das, was wir finden sollen, war wohl der Hinweis aus dem Inventar des Soldaten. Und ja, ich sehe, die Folge ist schon ziemlich voll. Das, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, Underground, genau das. Und das ist die eine Leiter hinter dem Eisengitter. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich schaue mich stattdessen lieber nochmal etwas genauer hier um, nicht, dass ich was übersehen habe. Schreibfeder. Ich habe ja eigentlich alles gründlich angeguckt, aber bei dieser Mod übersieht man halt so leicht auch was. Das Bett zum Beispiel. Redbook, was ist das denn? Okay. Vielleicht ist das Geheimtinte. Ich nehme das mal mit, weil es ist Englisch. Und bei englisch titulierten Sachen in dieser Mod habe ich immer den Verdacht, dass das relevant sein könnte. Irgendwas unterm Bett? Nein, ich sehe nix. Das Fell ist sehr dekorativ. Silvia, du stehst mal wieder mitten in der Tür. Dumm, dumm, dumm. Hier auch noch irgendwelche Wandmalereien. Was ist in deinem Fass drin? Old Hero Arrow, die hätte ich fast übersehen. Weizen, es gibt einen Heiltrank, nehme ich mit. Tomate brauche ich jetzt nicht. Pflanze, ist dahinter irgendwas? Nein, hier nicht. Da auch nicht. Ich kann auch nicht damit interagieren. Was? Okay, ich weiß jetzt nicht, was das ausgelöst hat. Aber egal, das Problem sind wir damit los. Aber leider auch die Option, das zu unserem taktischen Vorteil zu... Wer hat denn da die Tür geöffnet? Was? Ja, hier! Silvia. Ich bin direkt hinter euch. Ja, gut, wir gehen aber trotzdem erst in der nächsten Folge dadurch. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.